Moin Leute, fotografieren lernen mit dem Smartphone. Ja, Smartphone-Fotografie wird heutzutage ein immer größeres Thema. Die kleinen Geräte bekommen immer mehr und immer bessere Kameras eingebaut. Und der große Vorteil ist ganz klar, ich habe die immer in der Hosentasche dabei. Ich habe die immer griffbereit und kann damit eigentlich zu jeder Zeit jede beliebige Szene festhalten. Und die KI da drin ist ja mittlerweile auch schon so gut, die haben ja für jede passende Szene gleich den passenden Modus an Bord. Also damit kann ich ja fast schon alles machen. Und ich wollte einfach mal sehen, kann ich damit auch Studioaufnahmen machen. Ich blende euch mal ein, zwei Fotos ein, die ich mit einer Spiegelreflexkamera gemacht habe. Und genau so einen Look wollte ich auch erzeugen. Dunkler Hintergrund, leichten Farbakzent da rein und ja, mal schauen, ob das mit dem Smartphone geht. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das umgesetzt habe. Mich beleuchtet hier das Falcon Eyes F7 im RGB-Modus und ihr seht, wie nah ich dran bin. Ich kann das hier anfassen und so nah muss ich aber auch dran sein, damit ich gleich ordentlich belichtet bin, wenn ich mit dem Smartphone hier vorne stets das Galaxy S10 Plus dann gleich die Aufnahme machen werde. Und das erste Foto machen wir mal im RGB-Modus. Wir verwenden dazu einfach mal eine blaue Farbe, habe ich hier eingestellt. Ihr seht das schon, ich bin schon blau beleuchtet. Der Hintergrund ist auch schon blau beleuchtet. Und wir gucken jetzt einfach mal, was ich am Handy eingestellt habe. So, wir sind jetzt hier am Smartphone in der Kamera-App. Und das ist jetzt der Automatikmodus. Wir gehen jetzt in den manuellen Modus. Dazu gehen wir hier oben auf Mehr und dann auf Pro. Ihr müsst mal schauen, bei euch heißt das vielleicht anders. Aber wichtig wäre, dass es der manuelle Modus ist. Und wir sehen hier auf der rechten Seite schon diverse Einstellmöglichkeiten. Und das wäre eben wichtig, dass wir uns in dem Modus befinden, wo wir selber Einstellungen vornehmen können und eben nicht alles der KI überlassen. Fangen wir bei dem ISO-Wert an, den stellen wir jetzt auf den niedrigstmöglichen Wert. Bei mir ist das jetzt 50 und wir sehen schon, das Bild wird deutlich dunkler. Jetzt müssen wir noch die Belichtung mit der Verschlusszeit anpassen und wir wollen ein schwarzes Bild haben. Ich stelle jetzt mal eine 250stel ein. Damit ist das Bild tatsächlich dann pechschwarz. Den Weißabgleich habe ich jetzt noch auf 5600 Kelvin eingestellt, damit wir dann auch den Farbeffekt hinterher schön sehen. Ja, soweit zu den Einstellungen. So, nachdem wir jetzt alles richtig am Smartphone eingestellt haben, schauen wir doch mal, wie das Ganze von der Belichtung aussieht. Ich habe das Ganze jetzt noch so eingestellt, dass ich das per Sprachbefehl steuern kann. Aufnahme. Schauen wir uns doch mal das Ergebnis an. Ich blende euch das Foto hier mal ein. Für das erste Foto habe ich tatsächlich nur das Falcon Eyes F7 als Lichtquelle benutzt. Ja, ihr seht ja, was dabei rausgekommen ist. Könnt ihr euch selbst ein Bild von machen. Ich finde den Look schon ganz cool und bin dafür, dass es wirklich ein Smartphone-Foto ist, schon sehr zufrieden. Ich wollte dann mal noch einen Schritt weiter gehen und habe gedacht, na, so ein leicht cinematischen Look vielleicht mal erzeugen, so ein Zweifarb-Look, wie ich das ja damals auch mit der Spiegelreflexkamera gemacht habe. So, ich habe jetzt eine Taschenlampe geholt und habe da einfach eine Farbfolie vorgemacht in Rot. Und das ist einfach eine ganz normale Farbfolie, wie man sie auch in der Blitzfotografie verwendet, um einen Effekt, einen Farbeffekt zu setzen. Mache ich auch nochmal ein Video zu. Und die werden wir jetzt mal als zweites Licht benutzen. Ihr könnt die auch als einziges Licht verwenden. Ihr seht dann schon, was wir für Effekte erzielen können. Ihr könnt die tatsächlich auch anstelle des Falcon Eyes verwenden. Ich werde jetzt die Taschenlampe einfach mal so hier auf mich drauf halten, um so einen Blau-Rot-Effekt im Prinzip zu erzeugen. Und dann wollen wir mal schauen, wie das Ganze so aussieht. Aufnahme. Ich mache noch ein paar und dann gucken wir uns die mal gemeinsam an. Aufnahme. Auch das Ergebnis blende ich euch jetzt hier gerade mal ein. Und ich muss sagen, der Look ist schon ganz cool, meiner Meinung nach. Also was man mit so einem kleinen Smartphone da alles machen kann, war ich wirklich beeindruckt. Ja, zum Abschluss wollte ich noch ein cooles Schwarz-Weiß-Foto machen. Jetzt machen wir zum Abschluss noch ein Foto in Schwarz-Weiß.
Ich werde das aber nicht in Schwarz-Weiß direkt aufnehmen, sondern ich möchte das später im Handy, dann entweder in Lightroom Mobile oder einer anderen App, in Schwarz-Weiß umwandeln und da dann noch letzte Feinschliffe vornehmen. Natürlich kann ich, das nimmt ja auch in RAW auf, im Pro-Modus auch die DNG-Datei dann später nehmen und die am Rechner dann nach Belieben bearbeiten. Tja, wir schalten erstmal das Falcon Eyes in den Bicolor-Modus. Ich habe jetzt 5600 Kelvin eingestellt und wir machen jetzt einfach mal ein Foto und gucken, was dabei so rauskommt. Aufnahme. Ich mache mal noch ein paar und dann schauen wir uns die gleich mal an. Aufnahme. Das habe ich dann hinterher in Capture One am PC in Schwarz-Weiß konvertiert. Ich blende euch das auch mal ein. Ja, ihr habt die drei Fotos gesehen. Den Look muss man mögen oder auch nicht. Ich finde, es ist ein sehr cooler Look geworden. Und ihr seht, man kann auch mit dem Smartphone schon wirklich, wirklich coole Bilder machen, die nicht diesen klassischen Smartphone-Charakter haben und die ja einfach ein bisschen über den Schnappschuss-Charakter hinausgehen. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit eurer Smartphone-Fotografie. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, lasst doch gerne einen Kommentar da. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!